Machen wir weiter mit Teil 3 unseres Interviews zum Thema Insekten in Lebensmitteln in der EU. Viele Menschen haben den Eindruck, die EU fördert jetzt ganz aktiv, dass Insekten in Lebensmitteln verwendet werden. Ist das dann so? Nee, der Eindruck, der stimmt so nicht, denn natürlich jeder und jede soll selbst entscheiden, ob er oder sie etwas isst, wo Insekten enthalten sind. Aber was wir schon sehen, dass es eben VerbraucherInnen gibt, die in Deutschland, aber auch in anderen EU-Ländern sagen, wir wollen sowas gerne essen. In welchem Umfang, sei nochmal dahingestellt. Und es gibt Hersteller, die sagen, wir wollen sowas gerne anbieten. Und die richten sich natürlich immer nach dem Markt. Wenn die davon ausgehen würden, damit würden sie also nichts verdienen, würden sie das nicht auf den Markt bringen wollen. Und jetzt sind wir eben in der Rolle, dass wir sagen, wir regeln das. Wir sorgen dafür, dass eben nur gesundheitlich unbedenkliche Dinge auf den Markt kommen, auf unseren europäischen Markt. Der Bedarf ist da, aber man muss auch dazu sagen, natürlich bei weitem nicht so groß und ausgeprägt, wie es in anderen Ländern ist, in Asien, in Afrika, in Südamerika, wo das mehr oder weniger alltäglich ist, auch Insekten zu essen. Bei uns in Europa ist es tatsächlich ein wirklich kleiner Markt. Es gibt auch keine industrielle Produktion und das bedeutet, es ist auch vergleichsweise teuer. Okay, und mit langfristiger Perspektive mal betrachtet, ist es eine sinnvolle Ergänzung auf dem Teller? Ja, da kann man sich anschauen, was die Welternährungsorganisation, die FAO, dazu sagt. Die schreibt, das ist alles auch nachzulesen auf deren Homepage, die schreibt, Insekten sind nahrhaft, sind gesund, haben wahnsinnig viel an Fetten, an Eiweiß, an Vitaminen, an Ballaststoffen und sind als solche dann eben als, ne, als gute Alternative zu konventionellen Nutztieren, wie wir sie auch in unseren Breitengraden kennen, zu sehen. Und die FAO, die verweist eben auch darauf, die Kosten für tierisches Eiweiß steigen. Wir haben eine Ernährungsunsicherheit, wir haben die Umweltbelastung, wir haben das Bevölkerungswachstum, also immer mehr Menschen müssen satt werden. Und wir wissen alle, dass auch durch die Klimakrise die Flächen, die bebaut werden können, also wo etwas angebaut werden kann, nicht Häuser, sondern Lebensmittel, dass die kleiner werden. So, also all das haben wir natürlich auch mit im Blick und wir wissen auch, dass es gut für die Umwelt. Es ist so ein Insekt stößt sehr viel weniger Treibhausgas aus, als es zum Beispiel eine Kuh ist oder tut. Man braucht weniger Wasser, weniger Ackerland, klar. Die Verwertung von Bioabfällen ist auch ein Thema, ne? Also Biokonversion ist da das Stichwort. Und deswegen ist das tatsächlich auch ein Bereich, in dem wir hier in der EU die Forschung fördern. Also es gibt dieses Forschungsprogramm Horizon Europe und da fließen Millionensummen in die Forschung. Da gibt es wirklich viele Projekte, die genau mit diesem Ziel, Alternativen zu eruieren, gefördert werden. Interessant. Also ist davon auszugehen, dass es mehr wird? Wann werden denn weitere Speiseinsekten zugelassen? Ich denke, man kann davon ausgehen, dass das mehr wird. Und man sieht es allein schon deshalb, dass sich eben neue Hersteller oder Hersteller dafür interessieren, für diesen Markt und auch davon ausgehen, dass der Markt neue ergänzende Produkte auch vertragen würde. Also, dass sie dann eben ihre Produkte an den Mann und die Frau in Europa bekommen und verkauft bekommen. Und ganz konkret kann ich sagen, dass bei der EFSA, also bei dieser Lebensmittelbehörde, das Prüfen und Entscheiden auch weitergeht und es derzeit 8 Anträge sind, die gerade auf Marktzulassung in Arbeit sind. Dann sind wir gespannt, was da noch kommt. Eine letzte Frage zum Abschluss. Schon mal selbst Insekten probiert? Tatsächlich ja. Okay. Also ich habe mal Ende der 80er Jahren in China gelebt. Das war so mein erster Kontakt damit. Auf den Märkten, da gibt es ja vieles, unter anderem auch Insekten. Ich habe mich da noch damals so ein bisschen mehr zurückgehalten, war auch deutlich jünger und konnte irgendwie dieses komische Gefühl im Kopf nicht wegschieben. Und jetzt war ich in diesem Jahr auf der Grünen Woche im Januar. Die war ja endlich wieder in Präsenz. Und bin dann da so über die Messe gegangen und durch die Hallen gegangen. Und dann bin ich an einem kleinen Stand hängen geblieben, in Zusammenarbeit mit dem Bundeslandwirtschaftsministerium. Und da wurden tatsächlich diese Hausgrillen angeboten.
Auch Mehlwürmer, die habe ich irgendwie, ich weiß nicht, das hat mich nicht so gereizt. Aber diese Grillen, also die sind so einen guten Zentimeter lang und so und waren so crispy, gab es in zwei Flavors, also unterschiedlichen Geschmacksrichtungen, danke. Und ich habe die Barbecue-Geschmacksrichtung probiert, habe mir dann also ein paar von diesen Grillen auf mein Tellerchen getan und sie dann irgendwie geknuspert und musste sagen, naja, ich habe einfach gedacht, naja, wenn wir die ganze Zeit darüber reden, dann möchte ich auch gern wissen, worüber ich rede und ob das wirklich so schrecklich ist, wie für manche Leute das einfach ist. Und ich will die ja nicht überzeugen, aber ich muss zumindest für mich selber wissen, wie das ist. Und dann habe ich da also, ich glaube, 4 oder 5 dieser Grillen geknuspert und runtergeschluckt. und hatte so das Gefühl, ja, es ist crispy. Das schmeckte so ein bisschen wie Chips. Und war tatsächlich nicht eklig. Also ja, manchmal ist der Kopf das entscheidende Ding. Ja, ich glaube ganz oft. Aber interessant, dass ich auch am ehesten mich glaube, trauen würde, Grillen, wenn dann zu probieren. Heuschrecken grillen, irgendwie sowas in der Art. Also bei, ja, Maden oder Mehlwürmern oder so, wäre ich dann wahrscheinlich auch erstmal noch zurückhaltender. Vielen Dank, das war wirklich sehr aufschlussreich. Danke auch fürs Zuhören an dem Bildschirm. Wenn weitere Fragen oder Bedenken zum Thema aufkommen, dann sendet uns doch auch gerne eine E-Mail. Die schreibe ich auch gerne nochmal in die Kommentare. Ansonsten lautet die info@europoint-ostalp.de. Wir leiten das dann gerne weiter und recherchieren das für euch. Einen schönen Tag noch und alles Gute.